Shalom, liebe Leute, erneut Madame X weiß sein, sich bewegendes Ziel ist nicht leicht zu treffen. Das letzte Mal, als wir bei ihr diesen Wert haben, was für ein Zufall, hatten wir danach Sri Lanka, vor Notre Dame bei ihr die Werte bekanntlich Kirche, Paris und Ostern, die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems, Sonnensymbolik, Lady in Red, Rot und Blau, Dualität gehen öfter in den Ausgleich, bringen drittes Auge erwecken, besessen werden von der Himmelskönigin, der Madonna, angewinkeltes Bein, Pyramide, Satan, Schwarz und Rot, Schwarz und Weiß, Dualität, liebe Leute, erst blond, dann schwarz wie im Himmel, so auf Erden, as above, so below, der Pfeil, liebe Leute, meidet große Plätze und Events, magisches Grün, X-Zeichen des Tieres, Wachsamkeitstest, Idiotentest, nicht wahr, offene Dämonen, überall Clown, Cell in a Cell, Saturn, Kubus, Blau und Rot, am Anfang der Großveranstaltung, ein Match im Käfig, und dann am Ende, wie im Himmel, so auf Erden, am Anfang die kanadische Frau dominiert eine Frau aus den Südstaaten, dann Becky Lynch, rote Haare, Lilith oder was, Rassismus gegen die Frau mit den blauen Haaren, meine lieben Freunde, satanisches Schwarz und Rot und so weiter, er sieht aus wie Pennywise, im Buch S von Stephen King gibt es eine Orgie mit Kindern, natürlich, Jacqueline Phoenix im Kino, liebe Leute, später dazu mehr, so Gott will, hab genug, enough of that garbage, die Wälder, die Kinder, auch im Ruhrgebiet haben wir in Deutschland unterirdische Kanäle, viele assoziieren es mit MKUltra, dieser Mensch hier, der einen Clown spielte, Sitake, starb an einem satanischen Feiertag am 21. September und sie fordern euch auf, alle möglichen Schweinereien zu begehen, nicht wahr, liebe Leute, unfassbar, tja, wie in Love es sagte, das Internet des Satans, zweites Auge, die Bibel hat recht, Dummkopf zuhören ist wie Wandern mit schwerem Gepäck. Liebe Leute, ein Tor steckt seinen Kopf durch die Tür und rennt sofort in das Haus. Liebe Leute, niemand, der von irgendetwas, von irgendeiner Studienrichtung keine Ahnung hat, würde mit Leuten aus den Endsemestern argumentieren, aber bei mir, bei der Bibel ist jeder sofort Experte. Das Zeichen des Tieres, diese Gematria-Werte, jene, der Heilige Geist, man muss aufpassen, ihn zu Fluchen ist die einzig unverzeihliche Sünde. Leviathan, wie in Supernatural, Bam natürlich, MC, Madonna, Chicago, Mariah Carey, Miley Cyrus, Master of the Occult Ceremonies, Greta, Great und so weiter. Was für ein Zufall, die 666 bei Madonna. Kirche ist vorbei, die Endzeit kommt bald und die Freiheitsstatue, es ist alles vorbei, noch Fragen, es geht nicht deutlicher, immer wieder sehen wir das, meidet große Plätze und Events und man sieht, welche Prominenten relevant sind, Bilderberger Lena, bevor das mit dem Truck in Berlin war, zeigte sie ohne Grund auf ihrem einst inaktiven YouTube-Kanal die Coca-Cola Weihnachtstrucks, angewinkelte Arme, Pyramiden, Saturn, Kubus, wie im Himmel so auf Erden, Wasser und Himmel, Sonnenkult, Gott ist Liebe, Love from the Beach, das Herz, ein Sodomie-Symbol, 100%, liebe Leute, 100%, FAKT oder nicht, liebe Freunde. Die Krone, die Himmelskönigin, die Hure Babylons, der Turm, gleichwohl mehr. Kabbala, 5 Wochen, was passiert dann? Martial Law, Milwaukee, liebe Leute, sie warnte, auf dem Wasser gehen, man sieht ja immer wieder solche Fotoshoots, liebe Leute, Jennifer Aniston, Paris Hilton und so weiter. Das magische Grün und sie zeigen es noch. Mano Cornuta, Heavy Metal kommt aus dem Satanismus, es kommt von LaVey, es ist satanisch, schwarz und rot, schwarz, weiß. Liebe Leute, das selbst und es war wohl so satanisch, dass die Bilderberger Zeitung einschreiten muss und sagen muss, nein, hier ist ja niemand satanisch, obwohl Christian Bale auf Satan schwört. Wir lesen Dinge wie, wieso selbst Christen keinen Gott mehr brauchen, überall alles immer wie angekündigt, nur gegen die Bibel. Ein Kleinkind erkennt es. Unfassbar, wake and get up, wir haben diese Werte, die Zeichen, Yahweh, das ergibt auch vis-à-vis, falscher Prophet, Star Trek offiziell heidnisch, recherchiert, ich berichtete, abonniere, du hast es nötig und man sah überall 8-8-Symbolik, dann starb dieser Rip aus den Men in Black Filmen, jetzt sahen wir wieder überall 8-8-Symbolik, wieder stirbt ein Rip, meine 21, oder was, meine lieben Freunde, wacht und deckt auf, und ohne
unfassbar. Believe, liebe Leute, was kann man glauben? Das Ding ist flach, enorm auffällig. Hell in a Cell, sehr suspekt. Liebe Leute, was sehen wir hier? Engelsgleiche Stimmen. What the hell? Überall der Anti, das Anti-Biblische. Liebe Leute, ja, wenn man etwas gegen die Juden sagt, dann kommen Leute ohne Moral oft heraus und tun so, als hätten sie Moral, oder? Das geht ja nicht. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Sowas soll nicht sein. Aber Christenverfolgung, dasselbe. Christen sind die meistverfolgten Menschen überhaupt. Da, die sind freiwillig, nicht wahr? Hier, eher ein Wrestler sei stärker als Christus und so weiter. Liebe, liebe Freunde. Und um auf meine Dinge einzugehen, ich zeig dir jetzt bei meinem letzten Video 21 Fragezeichen. Ich wollte oben und unten 10 Fragezeichen hinmachen. Unten waren es dann 11. Ich kenne keine Symbolik, die so ist. Das ist immer komisch, wenn man sich so rechtfertigen muss. Aber natürlich, ich sage, wie es ist. Musik, alle Musikarten kommen vom Jazz. Jazz ist eine Spielart, die auf Musik aus Afrika beruht, heidnischer Musik, die zum Erwecken von Geistern gespielt wurde. Ja, dieses monotone Rhythmus. Seht mal Konzerte an und dreht die Musik ab. Ihr seht, was los ist. Besessenheit, natürlich. 4, 3, 2 Herz herumgedreht, wie Satanisten immer tun. 2, 3, 4, 4, 3, 2 und 2, 3, 4, 6, 6, 6. Liebe Leute, und ich spiele Musik, aber ich segne sie. Musik ist grundsätzlich nicht verboten. Liebe Leute, im Film LOL mit Miley Cyrus sehen wir noch Notre Dame. Dann ging Notre Dame dahin und in Three from Hell heißt jemand, heißt die Familie Firefly, nicht wahr? Wie es der Clown in der WWE zeigt. The Fiend, ja, er spricht über seine Fans nennt er Firefly, der Baphomet, das zweigeschlechtliche Wesen mit ein Auge, sie liebt diesen Kerl, ist das ernst zu nehmen, wir haben hier diese Werte, Sklavenabzeichen, generationsübergreifende Indoktrination oder was, Kyle Minogue hier, wie in Slow Kabbala, mit allen Körperteilen unterdrücken, die man hat oder was, Manu Kanuta natürlich auch bei Pink, wieso sie so heißt, lest ihr im Playboy, sie liest ihre kleine Tochter im Pentagramm mit 666 Symbolik auf die Straße malen. Manu Kanuta 666, Manu Kanuta as above, so below, immer wieder. Hier natürlich auch mit der von uns aus rechten Hand die M-Geste der Freimaurer. Manu Kanuta Halsband, manche fragen typisch blonde MK Ultra Opfer, wie im Himmel so auf Erden. Auch sie warnt. Liebe Leute, Seattle etc. Passt auf, wacht und deckt auf. Ich habe alle Fakten und du nicht. Liebe Leute, glaube hier das Gesetz des Blutes. Du Qualität, Woman in den Haaren, sie sollte warnen, was ist da los, liebe Leute, Matrix, einmal mehr, unfassbar, das Riesenrad, bye bye, das große B sieht aus wie die 888, Sonne, Mond ziehen über die Erde in 8 Formen, dämonische Astrologie, Kult, weltweit exklusiv, und hier Wisconsin, was passiert da, die heiligste Person, diese Werte, Spione landen in der Hölle, Schweden, wie Greater, nicht wahr, die heilige Königin, Krieger, der Sirius-Hund, das Herz, sein Sodomie-Symbol, Christus und so weiter, schwarz und weiß, im Musikgeschäft verliert man seine Seele, es gibt aber auch Schlechtes, so oder so ähnlich, was ist da los, wer zeigt so etwas, wer post so, das Königreich, liebe Leute, die Pyramide, Freimaurerhut, Saturn-Kulthut, 1000 Punkte des Lichts, Saturn-Kubus, Manu Kanuta, für Kinder, unfassbar, die Lady in Red, Sirius-Hund, 666, Lampe, der Himmel, die Sonne, hab genug, was ist da los? Bei Besessenheit blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, Putin, die bösen Russen, was ist das für Symbolik? Stolz gegen Christus, dann der Schöpfer, Geschichte, der See aus Feuer kommt, liebe Leute, der Mann, ja, natürlich, Phallus-Symbol wie Daisy Ridley in Star Wars, Respekt, ja, ja, unsere Ehre ist im Himmel, diese, jene Werte, Heilige, so und so, Drachenauge, Satan, ist der Drache, liebe Leute, MK Ultra oder was auch hier wie bei Katy Perry und so weiter, die kurzen Haare, Ikea, Schweden, Schiff im Weltall neben dem Sirius-Hund, so etwas vor Kindern, liebe Leute, wir müssen für alle beten, der Heilige Geist ist real, wir brauchen die Bibel, exclusive Card Mini-Info hier, Schalömchen wird in irgendeinem Forum für Wrestling gesagt, Fanta Mango jetzt mit ein Auge, 10 Jahre nach Michael Jacksons Tod und natürlich die triliterale Kommission überall, die Jesuiten sind oben, liebe Leute, die Freimaurer, Bilderberger, Atlantikbrücke, Barack Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt. Michael Jackson wurde mit einem Freimaurer ermordet. Nicht wahr?
Ja, liebe Leute, mein Bruder Chris hier, ihm geht es soweit gut. Halleluja, oh Halleluja. Ich war bei In Love und mir wurde gesagt, liebe Leute, ja, der Crash kommt. So sieht es aus, so ist es. Immer noch, immer dasselbe, liebe Leute. Traurig, aber wahr. Leider, leider, friert es euch ein, wenn ihr es sehen wollt. Und ich sagte meinem Bruder, wie es ist. Hell in a Cell, alles satanisch. Absolut pervers, absolut satanisch. Oder nicht, The Blueprint. Ja, ja, liebe Leute, die Himmelskönigin, oh Mann, ist das total asozial. Schachbrett, liebe Leute, Okkultismus, die Bibel, pure Hohn, pure Blasphemie oder nicht, was ist da los? Ja, angeblich christlich, hier, es gibt keine Predigerin, wo ist das Kopftuch? Freude über Perfektion, wir sollen heilig sein, wir sollen perfekt sein, liebe Leute, was bringt es, die Seele zu verlieren und die Welt zu gewinnen? Jakobsleiter in den Himmel, Besessenheit wie im Himmel, so auf Erden, Pose, noch Fragen, wer denkt für eine Sekunde nach, gibt es noch gute Menschen, die nicht immer nur wegsehen, Magie, ja, wenn es keine netten Leute gibt, sei einer, rote Schuhe, wie ein aus, schwarz, weiß, schwarz, rot, Limonade, unten, Sonnensymbolik, immer dasselbe, oh Mann, die Mauer, interessant, in Zeiten von Trump, riesenradmäßige Symbolik, Schachbrett, alles hier gegen Gott, liebe Leute, die Götzen, ein Auge, ja, mein Bruder Chris hat auch ein Video mit so einer Spaltung, er weiß es wohl nicht besser, im Hintergrund Kali oder so ein so etwas ähnliches, Back to the Future, unfassbar, ein Auge, Heidentum, Schachbrett, Violett, Mischfarbe aus Blau und Rot, brennende Autos, was ist da los, liebe Leute, das Auge hier, dieser Wert, Buh, ist zufällig all das, ich bin Gott, hier liebe Leute, wie im Himmel, so auf Erden, schwarzes Herz, wie überall, was für ein Zufall, ja witzig hier so, nicht wahr, Frauen in Männerkleidung, Männer in Frauenkleidung, Sonnensymbolik, Blumen, alle immer ein einziges Thema, eine Meinung, hier liebe Leute, Bibel, Gott, Fegefeuer, dies und das, blaue Augen, Drew Barrymore, was ist da los, die Courage Welttour, es ist ja immer alles herumgedreht, also die Wegsehen Welttour, nicht wahr, Celine Dion Suel mit ihrer NWO Kleidermarke für Kindern, wie im Himmel so auf Erden, weiße dreifaltige Göttin, Freimaurer Kralle, nicht wahr, Frauen in Männerkleidung, ein Auge, Freimaurer Hut, Saturnkult Hut, biblischer Gott, ein Auge, Berge und Wälder, so wichtig für Satanisten, auf Bergen findet man laut Bibel Gott, Satan ist ein Täuscher und Lügner von Anfang an, Blocksberg und so weiter, Hexerei, Himmel und Erde, wie im Himmel so auf Erden, der schmale Weg, Sodomie oder was, der Fuchs, ja, die LaVey-Familie, die Satanisten geben zu, Leute in Hollywood zu haben, einer Agenda zu haben, heidnische Symbole wie den Wolf zu benutzen, Fuchs ein heidnisches Symbol, Christus nannte einen Sünder Fuchs, Fox wie Numerologie, 666, Berge und Wälder, ganz offen, Beta-Kitten-Programming oder was, so etwas vor Kindern, wie bei den hinduistischen Göttern, hier die Zunge, unfassbar, was ist da los, magisches Grün, Twin Tower, Heaven's Gate, Matrix erneut, liebe Leute, unfassbar, Cloud, hab genug, neugeboren, purer Hohn, auf Guard, hier diese Werte, Berge, Wälder, überall und so weiter. Oh Mann, liebe Leute, der rote Autos checkt meine weltweit exklusive Symbolik, Jesuitenkunst, Greta Thunberg, angekündigt oder was, Antichrist, sie sagt, ich möchte, dass ihr Panik habt, ja, Panik mache, in 12 Jahren ist der Planet dahin, sagen jetzt manche nicht wahr, aber ihr lacht mich aus, wenn ich über 2012 rede, sie sagt, die Welt sei wie ein brennendes Haus, hier, das hatten wir doch schon mal, liebe Leute, und bei Hell in a Cell natürlich, sie haben so einen Hammer als Waffe mit Punkten, ja, Dusty Rhodes hatte in der WWE ein Outfit mit vielen Punkten, er wurde immer unten gehalten, sein Sohn zieht jetzt die Konkurrenzliga AEW auf, was ist da los? Liebe Leute, ja, Glücksdetektiv, alles gegen die Bibel, der YouTube-Kanal, dann diese Werte, Puppies, Hunde, liebe Leute, ja, Sirius Hund, frivole Symbolik im Hintergrund, Berge und Wälder, Christus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, er stand auf, soll in uns sein, so haben wir das ewige Leben, ja, der einzige Weg, man muss zusammenkommen, Turm von Babel, schmaler Weg, Berge und Wälder, wie im Himmel so auf Erden, Yoga, das Joch Christi war leicht, die Worte Joch Yoga verbunden, laut Bibel, lieben Dämonen ein aufgeräumtes Haus, liebe Leute, Wassertaufe, okkulte Taufe, Cool Friends hier mit Sasha Banks, Dollar Cash, darum geht es nicht wahr, Satan, Satan und so weiter, beim Bekreuzigen macht man natürlich ein umgekehrtes Kreuz auf seinen eigenen Leib,
Babe, liebe Leute, bei Hell in a Cell im Publikum ein weinendes Baby, eine Kinderstimme kündigt das dämonische Käfigmatch an, unfassbar, liebe Leute, oder jemand sagt, das Match sei dämonisch offiziell, luziferianisch und so weiter, hier, das kam via Gematria raus, Kabbala, liebe Leute, blau und rot, so küsst er ein Kind, unfassbar wie bei Tom Brady, leere Arena-Symbolik, Ariana Grande 2 oder was, Voodoo Donut, Spirit Cooking, Pizzagate wie bei Caroline zu aus Turtles oder was, Schachbrett, Lady in Red, sie trat als Hure Babylon auf, als Hure Babylon, was sind das für Werte, wir haben diese Werte, jene Werte, magisches Grün, Ehebruch offen in der WWE, Joker, der Wert, was passiert im Dezember, hier Britney Spears, Jesus, unfassbar, die Pyramide, schwarz und weiß, Kabbala mit allen Körperteilen unterdrücken, die man hat, liebe Leute, Kinder sehen zu und sowas, Sweatshirt Partys oder was, die Numerologie, 3x7, liebe Leute, und Magie, schwarz und weiß, blau und rot, unfassbar, wer schreibt so etwas, schwarz und weiß, die Blumen, 666, Sodomie-Symbolik, Mark Twain, der Freimaurer, wieder Dezember. Sie wurde auch im Dezember geboren. Grüne Augen, hier ähnlich wie bei Britney Spears. Madonna, schwarz und rot. Alpha, Gott, Park, rückwärts, ihr wisst schon was. Mit C im Englischen. Diese Werte, ein roter Panzer. Was ist da los? Wir müssen für alle beten. Wieder starb jemand. Sommer des Todes, Herbst des Todes, schon wieder. Oder was? Was sind das für Werte? Hier, ich sah dieses Video. Put on a happy face. Wir haben diese Werte. Die Lady in Red, blau und rot. Saturn, Kubus. Wie im Himmel so auf Erden, die Himmelskönigin, Dezember, liebe Leute, unfassbar, Dezember, unfassbar, hier Schachbrett und Alter Beta-Kitten, die roten Schuhe, ein Auge, die Ballons wie ein S, blau und rot, Riesenrad, was ist hier los mit diesen Kindern, unfassbar, Wasser und Himmel, wie im Himmel so auf Erden, schwarz und rot, Fische, ja, das Fisch, ein Symbol, früherer Christen, aber laut Bibel geben sich nichtswürdige Menschen Symbole, blau, rot, überall, ja, wie witzig, wie im Himmel so auf Erden, diese Werte, Beta-Kitten, Programming, Miau, ist auch noch, Jesus, unfassbar, wie im Himmel, so auf Erden, liebe Leute, Christus Pose, diese Werte, Trump und so weiter, was ist da los, wer macht so etwas, wacht und deckt auf, unfassbar, Joker, United States, George Soros, was ist da los, Gang Gang und so weiter, Happy Homecoming, haha, 88, hier diese heidnische Jacke, nicht wahr, liebe Leute, oder nicht, ich frage heidnische Jacke, Jacke oder nicht, die Blumen, wo greift sie ihrem Sohn dahin, was ist da los, schwarz und weiß, die Blumen, der Sohn in der Mitte, Schweden, Ivanka, unfassbare Werte, liebe Leute, Batman, Spider-Man, überall die Propheten Satans, blau-rot und so weiter, ich berichtete, abonniere und natürlich, in Supernatural gibt es eine Episode mit so zwei Figuren, mit zwei Schauspielern von Buffy, Flache Erde wird dort erwähnt, wie zuvor im Breaking Bad, die Namen der Gäste von Buffy hier, diese satanischen Werte, 100% satanisch oder nicht, unfassbar, und Emily Perkins ist in Supernatural, sie spielte hier einst Beverly March im Roman, ja, haben wir eine Orgie mit Kindern, und natürlich wich dieses kleine Mädchen dem hier, einer 15- oder 16-Jährigen, die total sexualisiert wurde, Sophia Lillis, mit roten Haaren, was ist da los? Pentagramme, welches Kind? Post einfach so, wir müssen für alle beten, liebe Leute, diese Werte, ja, heidnisch, Agrippa und so weiter, wir wissen mehr, wir müssen uns ganz Gott überlassen. Und hier, dieser junge Mann hier, Manu Konuta, Kim Petras, blau und rot, das sind eure Vorbilder, unfassbar, diese Werte, Brooklyn, liebe Leute, in Supernatural sagt ein Dämon, weder Könige noch Päpsten mache ich so ein Angebot, um die Seele
Seele zu verkaufen. Noch Fragen, Putin, der böse Russe, wie bei Buffy, wie bei Simpsons, Burgers mit Gift, liebe Leute. Passt auf, ernährt euch vernünftig, es ist eine Agenda, die NWO ist hier Lebensmittel und mehr. Und jemand soll sterben bei Supernatural, die Figur Bobby, und sagt, ich finde die Lösung in der Bibel. Aber in der Bibel hat er dann natürlich irgend so ein heidnisches Götzenstück versteckt, liebe Leute. Schlange hier, Big Gersons, die Burgerkette aus Supernatural. Ich frage nur, ist Rihanna ein Mann? Wüste, wie bei ihr im Video Rihanna Only Girl in the World. Satan findet man in der Wüste. Enjoy the Silence, Deep Pitch Mode, griechischer Dutt, Wassertaufe, nicht wahr? Gevater, Tod, Gevater, Zeit, Saturn, Satan, liebe Leute. Ja, Greta Thunberg, makabere Drohungen, ist das nicht alles nur Werbung? Jennifer Aniston, Saturnkultur, Freimaurerhut, Göttin in Weiß, Einauge, manche fragen typisch blonde MK-Ultra-Opfer, Feminazi, Agenda oder nicht, 666. Liebe Leute, unfassbar, Einauge, Sonnensymbolik am Gürtel hier, Thunder Road ist so etwas, ich weiß nicht, was es ist, doch auch die Produktionsfirma von John Wickett 3, liebe Leute, die Zahlen im Film sehr interessant, ja, Uhrzeiten und so weiter geben, 6 und 9, Dualität, satanische Zahlen, Blau und Rot, Regen, Rain Man, Satan überall, Umbrella, Jakobs Leiter, Leitern, Treppen überall, liebe Leute, ja, er hat eine schwarze Uhr, er ist Saturn, Satan, er hat den Sirius-Hund, 6 und 9, ihre Zahl der Vollendung. Pharisäer dachten, sie wissen, wie Gott arbeitet. Ein obdachloser Prophet sagt, Wick hat wenig Zeit, Satan hat wenig Zeit, wie wir es in der Bibel sehen, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Er hat keine Zeit mehr, er geht in eine Jesuitenbibliothek, Jachin und Boas, die Säulen davor, überall Lampen, ja, er ist erleuchtet, er ist Satan, er tötet mit einem Buch, liebe Leute, pure Blasphemie, nicht wahr, die Zahlen überall. 2-2, 50-50, Dualität und sie sind in New York, liebe Leute, Twin Towers, ja, Teil 3, es geht um die Trinität, Halle Berry als Göttin, Sophia, Weisheit, via Numerologie auch die 19, unfassbar satanisch und Anzug und Krawatte sind natürlich freimaurerisch, Mystery Babylon, die Werte, so etwas und es ist Hollywood, blau und rot, überall, tja, sie hatte ein blutiges Gesicht von Laserbehandlungen, das sind eure Vorbilder. Blau und Rot, einen besseren Freund gäbe es nicht. Madonna hat etwas, das zum Star macht. Schon der Begriff Star von Aleister Crowley. Churchill-Berater und Hitler-Fan für viele Pädophilen, nicht wahr? Satanisches Ritual. Hier, das hier. Excommunication von John Wick. Back to the Future. Stairway to Heaven. Liebe Leute, er geht die Treppen hoch zu einem Buddhistentempel. Liebe Leute, ja, schmaler Weg. Er geht durch schmale Wege. Blasphemie. Sodomie oder wie? Little Italy. Ich bin kein Rassist, Faschist, Jesuiten. Was ist da los? Natürlich Keanu Reeves so beliebt, aber Millionär. Und so ist es ja, liebe Leute. Ihr sagt Toleranz, ja, also keine eigenen Werte haben, ins Ausland gehen und so weiter, keine Grenzen, Geld abgeben. Und wer sind eure Vorbilder? Madonna, Kylie Minogue, Pink, Fergie, Christina Aguilera, Britney Spears. Alle verheiratet mit weißen Männern. Ich bin kein Rassist, Faschist. Alle, ja, versteckt hinter hohen Zäunen mit Bodyguards in ihren Wohnungen. Alles Multimillionäre. Kamel und Nadelöhr. Man ist besser beraten, mit einem Mühlstein ins Wasser zu springen, als Kleine zu, wenn man Kleine verführt, mit einem Mühlstein ins Wasser springen, das sagt Christus. Die Zeit natürlich, Bill und Ted, Keanu Reeves, diese Werte, jene Werte. Liebe Leute, hier, es gibt sogar eine Schauspielerin, die Christian heißt. Was sind das für Namen immer wieder? Freimaurerische Schweigegeste, nicht wahr? Ein Auge wird ausgestochen in John Wick. Schiff oder Schiff im Weltall neben dem Sirius. Hund, zwei Hunde, liebe Leute. Ja, eine Richterin ist unterwegs, um ihn zu töten. Liebe Leute, purer Hohn, wenn es um Christus geht. Man sieht Ballett, den schmalen Weg in einem Balletttheater oder wie man das auch immer nennt, wie die Freunde der Welt das nennen, liebe Leute, die Unerfahrenen. Ja, Kreuz, Zeichen des, als Zeichen des Tieres. Er brennt sich so ein Jesuitenkreuz in die Haut als irgendein Zeichen. Die bösen Russen natürlich immer da. Blau und Rot, liebe Leute, unfassbar. Der schmale Weg. Schmetterling, Orange, laut The Open Scroll. Und wen haben wir schon noch? Mein Bruder.
oder Christus Never Sleeps in Love, Sodomie-Symbolik, Sonnenkult, jetzt im Herbst, die Braut Christi, ja, ja, Ness heißt jemand auch aus Supernatural, See You, diese Werte, wie im Himmel so auf Erden zum gefühlt milliardensten Mal, das Herz wird so an Gedanken, wir brauchen die Neugeburt, unfassbar, Devil, Trinity, noch Fragen, Jack Lebendige minus Fische für die Trinität, sie haben auch die Speisegesetze, doch wir haben das Apostelkonzil, wir sehen es, die Götzenketten, Frau in Weiß, Libra, Astrologiekult, wie überall die eine Weltreligion, die NWO ist da, traurig aber wahr, liebe Leute, und natürlich, Satan war in der Wüste, die Tauben sehen wir immer wieder, Symbol für ihre Göttin, ja, Trinität, dritter Teil, John Wick, Brücken sehen wir immer wieder, meine große Plätze und Events, via Numerologie, 7, 7, ja, und 7, sie sagen, ist die Zahl Gottes, ja, 7 Tage um die Erde zu, oder nach 7 Tagen war die Erde erschaffen und dann geht John Wick unter einer Kuppel her. Liebe Leute, unfassbar. Immer dasselbe. Das Ding ist flach und ich wollte den Herrn nicht auf die Probe stellen. Ich zog Bibelverse und das kam heraus. Halleluja. Wie geht es weiter? Frauen in Männerkleidung, freimaurischer Griff an die Brille, folgt der Bienenkönigin, Symbolik, Frauen, Männerkleidung, nicht wahr, liebe Leute, Götzen, Berge und Wälder, 666, zu wem beten sie wohl, von Gott geklautes Regenbogen, Symbol, ein Auge, schwarz und weiß. Liebe Leute, definitiv ein antichristliches Gebet, vergeben und so weiter. Purer Hohn, Jimmy Fallon sieht aus wie Tim Curry, der originale Pennywise. Natürlich Beta-Captain, Blau-Rot, wir müssen für alle beten. Was ist da los? Ende der Welt, der Wert hier. Liebe Leute, und ich zeigte meinem Bruder Sunny Cardona, was da los war mit Sid Haig und so weiter. Meine lieben Freunde, ich stellte mich Jibo vor, er wurde empfohlen von Truth Never Sleeps, checkt es, alle Werte sind hier manipuliert, ich habe wohl 5000 bis 10.000 Abonnenten, alle meine christlichen Freunde wurden bereits ermordet, ich darf die Bibel nirgendwo zeigen, natürlich, alle ein Thema, eine Meinung, auch im Wrestling, diese Werte, jene Werte, ein Augen und wir sehen draußen auf der Straße Plakate, auf denen steht, das ist so deutsch und dann sehen wir einen FKK-Strand, das sind die Werte der Zeit, nicht wahr, wir sind eins, vieles, Turm von Babylon, Seattle, hier im Video von Finis Temporis, liebe Leute, überall nur noch die eine Weltreligion, ja, das ist witzig, nicht wahr, was für ein Zufall, Hintertürchen, schmaler Weg, blau und rot, aber und zauberhaft, 100%, Blasphemie, ob gewollt oder nicht, ja, und sie sagte es, liebe Leute, vor Notre Dame, die Werte bei ihr, Paris, Kirche, Ostern, sie weiß, ein sich bewegendes Ziel nicht leicht zu treffen, die Pyramide oben, Jakobsleiter, dann kam neulich Sri Lanka, jetzt wieder ein leichtes Ziel nicht leicht zu treffen und hier, das Leben ist ein dunkles Ballett, manchmal blutig, manchmal schön, BB, unfassbar, wer zeigt so etwas, wir hatten diese Werte, was passiert im Januar, wie im Himmel, so auf Erden, Gold, liebe Leute, ja, 100%, antichristlich, ja, warte nicht bis morgen, genieße das Leben, ja, Herz wird zu argen Gedanken, wir sollen perfekt sein, diese Werte, Pyramide, liebe Leute, links und rechts und blau und rot und immer dasselbe, unfassbar, ja, häusliche Gewalt, Disney, MK Ultra oder was ist da los, unfassbar, blau, rot, man sieht, es ist nicht christlich, Saturn, Kubus, Riesenrad, überall, Berge und Wälder, liebe Leute, unfassbar, schwarzes Herz, Berge und Wälder, die Pyramide nach oben und unten mit dem Knie und dem Arm, Saturn, Kubus, so etwas vor Kindern, 2-2, diese Werte, liebe Leute, Blau-Rot-Pyramide, Stolz, das selbst, CO2, reine Verschwörungstheorien. Liebe Leute, für manche der Engel bei einer 100% antibiblischen Botschaft, absolut antichristlich, sie sagen, wir haben nur noch 12 Jahre, ja, ja, Sonnenkult bei ihr, enorm auffällig, sehr suspekt, Brücken, Kuppel, Elan, Endspurt, Endzeit, Sekten, liebe Leute, wo ist das Riesenrad, hier Herzsymbol, noch Fragen, Jaqueen Phoenix ist der Joker mit Luziferjacke, Regenbogen geklaut von Gott, der satanische Film, Maria Magdalena, ihre
Sphäre Venus, nicht wahr? In der eine Frau weiser ist als Gott. Alles direkt gegen die Bibel umgesetzt. Liebe Leute, die Aposteln, ja, seien ja so böse, sind nicht einmal Leute aus Israel. Ich bin kein Rassist, Faschist, hier geht einfach alles gegen die Bibel für die Welt. Und Maria Magdalena zeige Christus ja, dass es auch um das Gefühl geht. Ja, rational und Gefühl, Gehirnhälften in den Ausgleich bringen, drittes Auge erwecken, besessen werden von der Himmelskönigin in der ersten Szene schon eine Wassertaufe. Dieser Film hat nichts mit der Bibel zu tun. Jesuiten zogen Hollywood auf. Depp, Williams, sie geben zu, der Schauspielerei Besessenheit ist, wie auch einige Schauspiellehrer, oder nicht. Liebe Leute, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Christus rettete uns aus der Welt. Gott rettete sein Volk vor diesen Kulturen, liebe Leute. Paulus saß nicht im Theater. Wer die Welt und das, was in ihr liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Das ist aus der Bibel, und die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Der schmale Weg zählt. Die Beatles, es geht nicht satanischer. Hier die Kinderleichen, das lieben sie, nicht wahr? Manu Kanuta, 666, der falsche Paul McCartney, nicht wahr, meine lieben Freunde? Auch hier jemand gestorben. Wir leben im heidnischen Jahr des Schweines. Schwarz-Weiß, liebe Leute, hier, das sind reine Theorien. Lastwagen, haben wir bald keine Führerscheine mehr? Was ist denn da los? Natürlich alle ein Thema, eine Meinung, und antichristlicher geht es laut Bibel nicht, oder nicht? Und hier Jacqueline Phoenix, Phönix aus der Asche, seht euch das an, ja? Seine Eltern waren in einer Sekte, und Sekten sind jetzt also religiös. Die Bibel enttarnte alle Religionen, und natürlich, sie gingen aus einer Sekte hinaus, um dann nach Los Angeles, nach Hollywood zu gehen. Bottom hieß die Familie, und dann aber, sie seien ja so christlich, ja, Phönix aus der Asche, danach benannt. Sein kleiner Bruder starb, wie gesagt, Stand by Me, der Film von Stephen King, auch da geht es um Wälder und um Mord. Sein Bruder River Phoenix war in diesem Stephen King Film zu sehen, er starb als Kinderschauspieler. Jacqueline Phoenix, hier Rain Man, Liberty, Summer, heidnische Namen wie die Tochter von Christina Maria Aguilera, nicht wahr, Summer Rain. Und dann hier, liebe Leute, diese Sekte, ja, David Burke, christliche Kirchen bezeichnen sie als Sekte, ja, aber sind da diese christlichen Kirchen, die angeblichen, die katholischen, evangelischen, handeln immer nur gegen die Bibel, aber das sei eine Sekte. Hippie natürlich, Bob Marley, der Okkultist, sagt ja, alle Menschen sollen sein wie Hippies, 100% gegen die Bibel. Brüderliche Liebe, es ist also freimaurerisch, liebe Leute, oder nicht? Was für ein Indiz, ja, schwere Strafen, wo ist Gottes Gnade, Gnade, körperlich misshandelt, einem fehlen die Worte MK-Ultra oder was? Ja, und dann hier so Leute anlocken. Es ist natürlich definitiv nicht christlich. Es sieht freimaurerisch aus. Brüderliche Liebe, ja, wie bei der Revolution und so weiter in Frankreich. Bliblablub. Tja, die Bibel warnt vor Altweibersprüchen. Einem fehlen die Worte. Natürlich 666 rechts, blau und rot. Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz. Sie verkaufen jetzt sogar Tempelritter zu Halloween, dem satanischen Feiertag. Von Gott geklautes Regenbogensymbol. Was ist ein Groll für Gott, Pentagramm, das satanische Fest, Weihnachten, zu Halloween feiert man ja, dass Leute anderen Leuten die Köpfe abschlugen und zu Zierde aufstellten. Das ist, was ihr liebt, nicht wahr? Wer nachdenkt, ist böse und ein böser Richter. Liebe Leute, mir geht es derzeit so schlecht wie nie. Ich habe eine Verletzung am Fuß, kann nur noch humpeln. Ich habe Beinprobleme, Knieprobleme, krampferschütterte Beine von der wechselhaften Bewegung als Alkoholiker. Ich kann kaum hinabsteigen, kaum hinaufsteigen. Habe im Sitzen und auch im Liegen beim Schlafen Probleme, extreme Schlaflosigkeit. Mache mir natürlich Sorgen wegen Galle, Niere, Zyste, Blinddarm, Leber, wegen allem, was man so hat. Herz, Rhythmus, Puls, Blutdruck. Ich habe sehr gute Zähne, ich bin dankbar, aber ich mache mir Sorgen wegen der Atmung, meine Sinne, riechen, schmecken, sehen, hören, fühlen. Es ist nicht mehr so, wie es einst war. Ich leide an Theosamantinitus, an Stress, liebe Leute. Ich habe immer wieder Erkältungen, ein komisches Immunsystem. Ich mache mir Sorgen wegen Geld, wegen Arbeitgebern. Als Christ bin ich natürlich immer wieder verschiedenen Situationen ausgesetzt. Die ganzen Antichristen auf YouTube erkennen es natürlich nicht. Ich möchte, dass sie sich ändern. Es ist aber, wie es ist, liebe Leute. Und ich habe jetzt etwas länger nicht getrunken.
Trinken, Rauchen, all diese Dinge, es setzt mir zu. Liebe Leute, natürlich erfahre ich nichts anderes als Ausgrenzung bis zum Tod und weiter. Ignoranz, weil ich Christ bin, Beleidigung, Beschimpfungen, Belagerung, Bedrohungen, Todesdrohungen, Hacking habe ich einst erfahren. Liebe Leute, ich erfahre natürlich all das, Hohn und Spott, jeden Tag manipulierte Zahlen, Facebook und so weiter. Ich sprach mit Nina Hagen, ich sprach mit allen, alle kennen mich. Tja, bitte betet für mich, ich bete für euch, ich bete für Nikolas, die liebe Lara, Ursula, Jutta, Faruk, Daniel, Michaela, alle, die vielleicht zusehen. Ich bete für alle von euch, tot und lebendig, meine erste Abonnentin Tina, für Brigitte, für all die lieben Leute, meine lieben Freunde, für die Eva. Und ja, ich bete für die Menschen in Armut, in Krieg und Krankheit, für alle, die leiden, für die Obdachlosen, für die Vermissten, mögen sie alle zum himmlischen Vater kommen, der Rest fällt zu für Speise und Trank und Geborgenheit dauerhaft, für alle Menschen, die Regierenden, mögen sie heute die richtigen Entscheidungen treffen, so sollen wir beten, das darf ich, vergebe allen, für meine Familie, eine Familie, Freunde, Feinde, Familie, natürlich, ich bete für alle die Leute, die Situation ist profan, bitte vergeben, himmlischer Vater, wenn ich plapper wie die Heiden, ich bete für alle Menschen, für Frieden in Jerusalem, bitte vergeben, himmlischer Vater, dich erbeten sollen. Für alle dort draußen, für die Abonnenten, für die Gemeinde, möge dieses Werk immer gesegnet sein. Balken aus dem eigenen Auge ziehen. Für die Tiere, besonders für die Kinder, mit Vergeben hätte ich anders beten sollen, himmlischer Vater, so klopfe ich an. Danach suche ich, so bitte ich, so bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus. Amen. Halleluja, oh Halleluja. Was sage ich? Sabon, thank you very much. Bitte abonniert. Vielen, vielen Dank für alles. Ich hoffe, ihr hattet einen rundum vom himmlischen Vater gesegneten Tag. Halleluja, oh Halleluja, Shalom.